Bedienung eines Smart Home. Da geht es viel um Taster und da geht es um Touchscreens. Und das schauen wir uns jetzt mal an, welche Möglichkeiten ihr da habt. Weil die sind ja doch viel größer, als man sich das vorstellen kann. Das kann der klassische Taster sein, ne? Nicht der Schalter, sondern der Taster. Da zeigen wir euch verschiedene Varianten. Und das kann natürlich auch der Touchscreen sein. Und da gibt es auch verschiedene Varianten. Und jetzt haben wir hier einen Klassiker in der Bedienung. Schaut euch das mal an, den haben wir natürlich schon mehrfach gezeigt. Ich finde ihn persönlich nach wie vor sensationell gut. Wir haben hier eine Edelstahloberfläche, wir haben drei Wippen hier, wir haben 6 Schaltfunktionen. Wir können natürlich hier oben auch noch die Heizung schalten. Auch ein Klassiker hier nochmal, der TS-Sensor. Wir nutzen jetzt einfach mal die Möglichkeit, dass wir euch das alles im Überblick zeigen, weil wir können das ja gar nicht alles vorhalten. So, und was ich ganz besonders schön finde, diese Glasoberfläche. Hier haben wir diese Metalloberfläche, wir haben die Glasoberfläche. Und das ist ja fast in der Wand integriert. Ne? Das ist baut ganz... Mario, zeig das mal. Wir haben hier eine ganz geringe Tiefe. Ne? Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Das Ganze kann man noch individualisieren, so ein Taster. Das heißt also, wir können hier... Hier sehen wir den BIQ. Man kann ihn sogar noch beschriften lassen. Das könnt ihr euch mal anschauen hier. Wir haben euch gerade den BIQ gezeigt. Hier sind individuelle Symbole. Das Ganze sieht man auch nochmal hier bei dem Tastsensor. Und wenn ihr euch noch fragt, was das kostet, diese Individualisierung dieser Taster, da könnt ihr eure eigenen Motive verwenden und das Ganze kostet so ungefähr 20% Aufpreis. Das ist jetzt eine buntere Variante. Ist immer eine Frage des Designs und der Funktionen, die ihr eigentlich euch wünscht. Oftmals geht es weit darüber hinaus, dass es ein Raumtemperaturregler und ein Taster ist. Das sind viel mehr Funktionen dann dabei. Ich kann damit bis zu 12 verschiedene Funktionen bedienen. Also ich habe 12 Schaltkanäle. Jetzt sind hier nur 6 Tasten zu sehen. Was das Besondere daran ist, der hat ein Farbdisplay, wo man auch eigene Symbole hinterlegen kann. Das ist mal was ganz Besonderes. Und er zählt mit zu den günstigsten Anbietern. Muss man einfach so sagen. Ne? Ja, also das Besondere an diesem Taster ist, du hast hier, es sind Symbole, also die könnt ihr auch selbst hinterlegen. Schaltsymbole. Und in diesem Taster ist relativ viel noch an Funktionalität hinterlegt, die woanders durch Hardware oder durch Zusatzgeräte erweitert werden müsste. So Leute, und eine einfache Möglichkeit, um den Status von verschiedenen Geräten, Türen, Fenstern anzuzeigen, habt ihr hier. Dieses Teil könnt ihr ganz beliebig platzieren. Das kann also in einer Schalterdose sein. Und das zeigt euch auf einen Blick, ohne dass ihr irgendwas anderes braucht, zeigt euch auf einen Blick, was ein- und ausgeschaltet ist und vielleicht auch mal vom Status her, ne, wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist. Bei den Tastern gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jene Möglichkeit, wer es ganz edel will, also sowohl von der Anmutung, von der Bedienergonomie. Taster mit Raumtemperaturregler und Display. Eine sehr gute Variante ist, wenn ihr euer iPad verwendet, das Ganze in einer Halterung steckt und das an der Wand magnetisch befestigt wird und abnehmbar ist. Touchscreen-Display zur Steuerung gibt es mittlerweile in verschiedenen Größen. Ja, und von verschiedenen Anbietern, bloß dass ihr eine Vorstellung habt, wie ihr euer Zuhause steuern könnt. Das geht in eine ganz normale Schalterdose hinein, dass ihr mal das Ganze seht mit 6 Tasten. Und natürlich auch eine LED, wo was eingeschaltet ist. Kann das sein? Haben wir das schon mal gemacht? Steuerung per iPad haben wir auch hier wieder mal zu sehen. Und hier sehen wir ein Beispiel für einen Raumtemperaturregler. Also das ist ein Tastsensor mit einem Raumtemperaturregler. Das vielleicht nochmal euch als Beispiel auch, wie sowas aussehen kann. Auch so können Taster ausschauen. Hier in dem Falle mit Display.
Und natürlich immer noch Statusanzeige. Die haben eine Taste gesehen, die man beschriften kann. Und da kann ich natürlich auch hier die Musiktitel ändern. Das ist ein eigener Beitrag. Multiroom. Weitere Möglichkeit eines Tastsensors. Wieder das Thema Design. Technische Funktionalität ist hinten. Wollen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist der Tastsensor 3. Steuerung per Touchscreen an der Wand. Es gibt die Möglichkeit, indem ihr euch ein Touchscreen in die Wand integriert oder Aufputz installiert. Und wer das Ganze jetzt ein bisschen flexibler haben will, der nimmt, wie ihr hier seht, ein iPad mit einer Halterung, die ihr an der Wand befestigt. Das sind ganz konventionelle Taster, die wir hier sehen. Was das Interessante daran ist, es gibt sie in vielen schönen Farben. Und das können wir natürlich auch in unsere Vernetzungsanlage einbringen. Dir gefällt es auch, Mario, oder? Ja, sind schön. Also das nochmal als Idee, dass man so natürlich, obwohl es konventionelle Taster sind, sie einbringen kann. Während es Schalter, können wir es nicht einbringen. Hä? Nee, ist so gleich. Das sind Schalter, wie ihr sie kennt. Aber das sind konventionelle Schalter.